Was ihr hier seht, sind mega leckere Chicken Wings und Drumsticks für eure Super Bowl Party. Und wie die gemacht werden, zeige ich euch jetzt. Zur Vorbereitung der Chicken Drumsticks und der Chicken Wings braucht man genau Chicken Wings, Drumsticks, eine Schüssel zum Marinieren, ein scharfes Messer, ein Gewürz. Diesmal haben wir das Magic Chicken von Spice Bar, ein Brett und Handschuhe. Als erstes tun wir die Chicken Wings vorbereiten. Jetzt ziehe ich mir erstmal meine Handschuhe. So. Dann nehmen wir uns einen Chicken Wing, tun das hier so einschneiden, bis runter und dann einfach so auseinanderbrechen. Beide Hände nehmen, knack. Dann die andere Seite schneiden. Dann habt ihr hier das Gelenk oder besser die Pfanne und hier die Gelenkkugel. Geht sauber auseinander. Ihr könnt es auch mit einem Messer auftrennen. Mit einem Messer auftrennen ist aber das Problem, kann es sein, dass ihr Splitter habt und das wäre nie so praktisch. Das machen wir jetzt mit allen und dann tun wir sie marinieren. Jetzt haben wir die Chicken Rings soweit. Jetzt tun wir noch die Drumsticks. Drumsticks kann man zwei Möglichkeiten machen. Man lässt sie so, wie sie sind. Das ist sozusagen die faule Version. Oder man kann jetzt hier oben am Schaft einmal rundherum anschneiden. Und dann einfach alles nach oben abziehen. Das ist ein bisschen Gefitzel, muss man so mit dem Daumen rein und dann alles so rausbrechen. Genau, und dann hat man dann hier so schöne, feine Drumsticks, so dass man hier, wenn die dann fertig sind, schön so festhalten kann, ohne dass man sich die Finger zu groß vollsaut. Genau, die Möglichkeit eben, oder halt, man macht sie so. Genau, das ist die mit ein bisschen mehr Arbeit, ist aber auch nie viel. Und das ist die, wenn es mal schnell gehen muss. Genau. Jetzt mache ich noch einen so. Und die restlichen, die lassen wir dann so. Und dann tun wir sie auch marinieren. Jetzt werden wir marinieren. Dann nehmen wir uns die Marinierschüssel, machen die Drumsticks einfach rein, können so nach und nach. Dann nehmen wir unser Gewürz. Zack. Dann einfach nicht zu wenig, einmal ein bisschen drumherum. Dann die Haut ein bisschen lösen, ja, die Haut anlösen, dann das Fleisch noch mal richtig marinieren, so dass im Prinzip unter der Haut auch noch mal Marinade ist. Genau. Und wenn das alles mariniert ist, können wir die Haut wieder drüber ziehen. Ganz schönes Gefummel, aber naja, es ist bei denen jetzt ein bisschen schwieriger, weil man oben schon weggeschnitten hat, aber dann geht's eigentlich. Genau. Und so einfach alle marinieren. Und ja, wenn sie dann fertig mariniert sind, in Frischhaltefolie einwickeln oder einfach hier in den Mariniertopf lassen und dann Frischhaltefolie drüber und dann im Kühlschrank. Am besten über Nacht einziehen lassen, wenn es schnell gehen muss.
zumindest eine halbe Stunde, Stunde. Das sollte dann auch reichen. Genau, das mache ich jetzt mit allen. Und dann kümmern wir uns um die Chicken Wings, die tun wir dann auch noch marinieren. Noch die Chicken Wings marinieren. Das ist eigentlich noch einfacher. Einmal die ganzen Chicken Wings nehmen, in die Schüssel machen und dann ordentlich Gewürz drüber. Die fertig marinierten Chicken Wings und die Drumsticks. Genau, die werden jetzt noch mit Frischhaltefolie eingewickelt und dann kommen sie in den Kühlschrank. Und morgen kommen sie dann auf den Grill. Grillen tun wir dann morgen mit meinem nagelneuen Charbroil Big Easy. Den tue ich dann euch noch mal separat vorstellen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne dann in die Kommentare schreiben. Genau, dann bis gleich. Drauf stellen, wie auch immer man das machen will, das ist egal. So, dann machen wir mal auf hier. Oh, guck mal da, Rippchen. Ja, aber das ist ein anderes Video, das könnt ihr euch dann auch angucken. Das tue ich hier für euch oben rechts verlinken. Da könnt ihr euch das angucken. Das sind schöne Rippchen, Rippchenrezept auch für Party-Snack für Super Bowl Party. Genau, so, die Chicken Wings sind drauf. Jetzt werden sie erstmal gegart. So, jetzt werden wir, gucken wir mal. Oh ja, die sehen richtig gut aus. Jetzt tun wir mal die Hähnchenteile, tun wir jetzt mal glazen. Einfach Barbecue-Soße, die ihr mögt, nehmen, einpinseln. So, jetzt kommt mal noch meine Gehilfin, die macht auch noch mal ein paar, meine Tochter. Da haben wir die fertigen Chicken Wings und Drumsticks. Jetzt geht's ans Kosten. Lass mal probieren hier. Erstmal ein Chicken Wing, ein Keulchen. Wow. Richtig lecker. Chicken Wings halt, geht immer. Für jede Party. Meiler, du kriegst auch deine ein. Die gehen gut vom Knochen ab. Na, Kleini? Ah, Hähnchenknochen sind nicht spittig. Ja, das war ein Chicken Wing. Jetzt tun wir mal einen Drumstick kosten. Richtig lecker. Lecker. Saftig. Oh. Hey. Wieder ein erfolgreiches Rezept und im Charbroil Big Easy hat es richtig gut geklappt. Super, bin begeistert. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Abo da und ein Like. Wenn ihr noch Fragen zum Rezept habt oder so, ich tue das unten nochmal in die Infobox reinstellen. Oder ihr könnt dann in die Kommentare einfach mal fragen. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Grillo. Ja, hey, ja.